Ahoi, es freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Dies ist, ich hätte es vor 4 Jahren nicht gedacht, dass ich einmal auf diese Zahl komme, bereits mein 100. Video auf diesem Kanal. Eine schöne Gelegenheit, mich mit meinem Lieblingsboot zu beschäftigen. Deshalb jetzt hier, auf vielfachen Wunsch, ein Video zu meinen Erfahrungen mit dem Grabner Escape 1. Als kleinen Bonus blende ich unten auch immer die Namen der Gewässer ein, auf dem die jeweilige Szene gefilmt wurde. Ich besitze mein Grabner Escape jetzt seit etwas mehr als 3 Jahren und konnte damit auf über 2000 Kilometern zahlreiche Erfahrungen auf sehr unterschiedlichen Gewässertypen sammeln. Sowohl auf Eintages- als auch auf Mehrtagestouren, sowohl auf ruhigen Seen und Flüssen, als auch auf moderatem Wildwasser, bis maximal zu den Klassen 2 bis 3 minus. . 2021 habe ich bereits ein Video veröffentlicht, in dem ich das Grabner Escape mit dem beliebten Modell Itivit X500 von Decathlon verglichen habe. Dieses Video hat bis heute mehr als 110.000 Klicks erzielt und wird immer noch häufig angeschaut. Über diese Zahlen mögen große YouTuber nur milde lächeln, aber für meinen kleinen Nischenkanal sind das richtig viele. Heute soll es aber nicht um einen Vergleich, sondern um meine Langzeiterfahrungen gehen und vor allem um die Frage, ob und für wen sich das High-End-Luftboot Grabner Escape lohnt. Die wesentlichen Specs des Escape habe ich euch unten eingeblendet, so muss ich diese nicht alle aufzählen. Hier nur so viel: Das Escape ist 420 cm lang und 75 cm breit. Es lässt sich recht kompakt zusammenlegen und in einem zusätzlich zu erwerbenden Pack oder Rucksack transportieren. In den Packsack der Größe 2 von Grabner passen neben dem Escape auch noch ein 2- bis 4-teiliges Paddel, die Pumpe und zusätzliches Zubehör wie eine Schwimmweste oder die Spritzdecke locker hinein. Für kurze Strecken lässt sich das eingepackte Escape auch gut auf dem Rücken tragen. Aufgrund des Gewichts des Escape nimmt man zu längeren Transporten aber am besten einen Bootswagen. Das Escape ist mit 22 Kilo für einen Einer recht schwer. Boote ohne fixes Verdeck sind ebenfalls leichter, so beispielsweise das kürzere, aber bezüglich der Rumpfform dem Escape trotzdem recht ähnliche Grabner Holiday 2, das rund 17 Kilo wiegt. Diese paar Kilo Differenz können beim Handling an Land schon einen Unterschied machen. Kommen bei den offenen Kajaks optional erhältliche Verdecks dazu, schrumpft der Gewichtsvorteil aber natürlich wieder zusammen. Dennoch, auch wenn das geschlossene Verdeck viele Vorteile bietet, vor allem ist es absolut dicht gegen Bespritz- und Regenwasser, ist für Wildwasserbedingungen besser geeignet und macht das Boot weniger windanfällig, hat es auch konstruktionsbedingte Nachteile, die hier nicht unerwähnt bleiben sollen. Offene Kajaks lassen sich leichter beladen, auf kürzeren Touren kann man sie oft auch zu zweit paddeln und sie trocknen schneller, sollte man Wasser ins Boot bekommen haben. Natürlich könnte man auch hier wieder einwenden, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Wasser in das Boot läuft, im Escape erheblich geringer ist als bei den offenen Booten. Fährt man mit Spritzdecke und trägt beim Einsteigen kein Wasser ins Boot, kann man das Escape ohne große Trockenzeiten nach dem Paddeln direkt wieder einpacken. Das kann in der Praxis ein ganz gewaltiger Vorteil sein. Auf Reisen habe ich das Boot aber auch schon mal 2 bis 3 Tage nass im Packsack gelassen. Das ging, im Gegensatz zu meinem anderen Luftboot einer bekannten Konkurrenzmarke, das schnell Stockflecken bekommt, immer ohne irgendwelche Probleme. Das Grabner-Material kann in vielerlei Beziehung eine ganze Menge ab. Das Escape lässt sich wie die allermeisten Luftboote sehr einfach und schnell aufbauen. Es hat 3 gut zugängliche Luftkammern im Bootsrumpf, eine im Boden, jeweils eine in den beiden Seitenteilen. Als 4. kleinerer Luftkörper kommt noch die aufblasbare Sitzlehne hinzu. Sehr praktisch ist, dass überall die gleichen Push-Pull-Ventile verbaut sind. Das Aufpumpen der 3 Luftkammern und der Sitzlehne dauert kaum länger als 5 Minuten. Und selbst mit der Montage eines Fußsteuers sind es weniger als 10 Minuten. Aus meiner Sicht bietet das Escape damit eine gute Kombination aus guter Transportierbarkeit, kurzer Aufbauzeit und guten Fahreigenschaften. Das ist letztlich auch der Grund dafür, dass ich das Escape häufiger benutze als alle anderen Kajaks meiner kleinen 5-Boote-Flotte. Es ist eben in den allermeisten Fällen für mich die erste Wahl. Natürlich ist das Escape als Allrounder weder ein echtes Wildwasser noch ein richtiges Seekajak. Aber zwischen diesen beiden Extremen deckt es ein ziemlich breites Einsatzspektrum sehr kompetent ab. Ich würde das Escape auch ohne zu zögern auf eine lange Expedition
abseits der Zivilisation mitnehmen. Das Escape ist aus meiner Sicht bis Wildwasser der Stufe 2 ohne Probleme einsetzbar, solange das Gewässer nicht zu schmal und oder zu verblockt ist. In stark verblockten Flüssen kommt es aufgrund seiner Länge natürlich an bauartbedingte Grenzen. Ist das Wildwasser weniger verblockt, sondern eher wuchtig, will ich mich mit dem Escape auch an Flüsse der Wildwasserstufe 3 herantrauen. Zum Wildwasserwandern gibt es vielleicht sogar überhaupt kein besseres Kajak. Das Escape ist ein reines Luftboot, es weist also keine festen Verstärkungselemente wie Kielstangen oder Spanten auf. Feste Teile sind lediglich die sehr stabile Bugschutzleiste aus einem schlagfesten Kunststoff, über die sich das Boot übrigens zum Diebstahlschutz auch mit einem Kabelschloss anbinden lässt, sowie vier leichte und schnell einsetzbare Aluminiumstreben, die vor allem das Durchhängen des Verdecks verhindern sollen. Auch gibt es keine Dropstitch-Elemente oder ähnliches, allerdings liegt der maximale Betriebsdruck bei Grabner-Booten deutlich über dem der Konkurrenz. Das Escape wird mit 0,3 Bar bzw. 4,5 PSI aufgepumpt. Der mitgelieferte Druckbegrenzer, der direkt an den Pumpenschlauch gesetzt wird, schützt auf einfache, aber wirksame Weise vor zu hohem Druck beim Aufpumpen. Dies ist ein viel praktischeres System als die Überdruckventile anderer Hersteller. Der hohe Druck macht den Bootskörper merklich steifer als zum Beispiel diejenigen vergleichbarer Gummotex-Boote, von den einfach konstruierten Luftbooten anderer Hersteller ganz zu schweigen. Ein steiferer Bootskörper verbessert die Fahreigenschaften und die Kraftübertragung beim Paddeln. Natürlich sind Dropstitch-Boote noch steifer. Diese haben dafür aber andere Nachteile, über die ich in anderen Videos bereits gesprochen habe. Die Grabner Bootshaut hat völlig zu Recht in der Paddelszene einen guten Ruf. Sie ist zäh, belastbar und langlebig, außerdem bleibt sie bei Kälte sehr flexibel und ist aufgrund ihrer Basis auf Naturkautschuk, also einem nachwachsenden Rohstoff, auch überdurchschnittlich umweltfreundlich. Die Haut von meinem Escape sieht vor allem nach einer von Zeit zu Zeit ratsamen Behandlung mit der Grabner Bootsmilch noch überall fast aus wie am ersten Tag. Lediglich am Boden sieht man kleine Kratzer, die aber normal sind und nirgendwo mehr als die oberste Schicht der Haut erreichen. Aber natürlich muss man bei einem Luftboot gegenüber spitzen Gegenständen oder ständigen Scheuerstellen immer etwas mehr Vorsicht walten lassen als bei einem PE-Boot. Stumpfe Schläge, Grundberührungen oder der Kontakt mit Steinen im Fluss bleiben aber in aller Regel für die Grabner Bootshaut folgenlos. Kommt es auf Flexibilität, gute Laufeigenschaften und Gutmütigkeit in vielen verschiedenen Situationen an, ist das Escape im Luftbootbereich eine sehr gute Wahl. Es läuft sehr stabil auch in unruhigem Wasser und ist damit auch ein anfängerfreundliches Boot. Das Grabner Escape steckt eigentlich sämtliche Herausforderungen einer Paddeltour auf Flüssen, Seen und geschützten küstennahen Meereszonen ohne zu zucken weg. Einen sehr guten Job haben die Konstrukteure bei der Rumpfkonstruktion gemacht. Während viele andere Luftboote und fast auch alle Dropstitch-Boote einfach einen platten Luftboden haben, weist der Boden des Escape im Querschnitt eine leicht runde Form auf. Das ist konstruktiv und produktionstechnisch sicher aufwendiger, verbessert aber den Geradeauslauf und führt vor allem dazu, dass sich das Escape für ein Luftboot gut ankanten und damit lenken lässt. Auch bei Seitenströmungen und in Kehrwässern lässt sich das Escape ziemlich aktiv fahren. Ich empfinde den Rumpf für ein Wanderboot dieser Länge als sehr guten Kompromiss zwischen Geradeauslauf und Wendigkeit. Das Escape lässt sich auch ohne Finne oder Ruder sehr gut geradeaus paddeln. Das Kajak kommt mir dabei für ein Luftboot nicht sonderlich windanfällig vor, aber generell ist dies natürlich eine Schwäche aller Luftboote im Vergleich zu Festrumpf- oder auch Faltbooten. Hört man mit dem Paddeln auf, dreht sich auch das Escape langsam seitlich weg. Dies lässt sich mit einem Fußsteuer verhindern und auch bei Wind fährt sich das Escape mit einem optional erhältlichen Fußsteuer deutlich kommoder. Das schnell montierbare Ruder wird mit zwei Pedalen gesteuert, die sich auf den serienmäßigen, stabilen Stemmbügel aufstecken lassen. Mein Fußsteuer tut seinen Dienst ohne Probleme, passt aber nur auf Boote bis zum Baujahr 2020. Und das modernisierte, aktuelle 2023er Fußsteuer von Grabner findet ihr auf meinem Kanal aber ebenfalls ein Video. Aber versteht mich hier nicht falsch, für die allermeisten Situationen benötigt man für das Escape eigentlich kein Fußsteuer. Ich habe bislang deutlich mehr Kilometer ohne als mit zurückgelegt. Die Seitenwände des Escape
bestehen aus zwei übereinander liegenden Luftkammern. Das ist konstruktiv ebenfalls aufwendiger als nur ein Luftschlauch, wie bei fast allen Konkurrenzbooten, führt aber auch zu einem deutlich schlankeren Rumpf und damit mehr Geschwindigkeit und außerdem zu mehr Platz im Boot. Paddle ich in gemütlicher Wandergeschwindigkeit, erreiche ich mit dem Escape eine gemessene Durchschnittsgeschwindigkeit von ca. 6,5 Stundenkilometer. Einige Festrumpf- oder auch Faltboote sind sicher schneller, haben dafür aber andere Nachteile. Falls euch das interessiert, findet ihr zum Vergleich dieser unterschiedlichen Bootstypen ebenfalls ein Video auf meinem Kanal. Absolute Anfängerinnen und Anfänger mögen einen breiteren Rumpf wegen der höheren anfänglichen Kippstabilität bevorzugen. Aber schon bei minimaler Paddelerfahrung sehe ich eigentlich nur Vorteile der schlankeren, sportlicheren Rumpfkonstruktion des Escape, zumal das Kajak trotzdem sehr stabil auf dem Wasser liegt. Ich paddle mein Escape übrigens mit Paddellängen von 220 und 230 cm. Das passt für mich bei einer eher flachen Paddelführung sehr gut. Steil gepaddelt kommt man vermutlich auch mit einem kürzeren Paddel gut hin. Der in der Rückenlehne aufblasbare und am Boden feste Sitz des Escape ist bequem und langstreckentauglich. Man sitzt darauf sehr stabil im Boot. Anfangs wurde bei der ersten Generation des Escape der Sitz eher negativ kommentiert, aber seit seiner Überarbeitung zur Saison 2020 haben sich der Sitz und vor allem seine Rückenlehne deutlich verbessert. Ich finde ihn auch auf längeren Strecken sehr angenehm. Was nicht so gelungen wirkt, ist das Füllmaterial der Sitzfläche. Der Gedanke ist dabei wohl, dass man mit dem fast erschreckend billig wirkenden Schaumstoffplatten die Sitzfläche erhöhen oder absenken kann. Aber am besten, man rührt die ganze Angelegenheit gar nicht an und hofft, dass dort kein Wasser hineinläuft. Der Sühlrand des Escape ist natürlich nicht so fest und stabil wie der eines Festrumpfkajaks, aber trotzdem lässt sich eine Spritzdicke gut und sicher aufziehen. Weitere schöne Ausstattungsdetails sind die praxisgerechten Toggelgriffe, mit denen sich das Boot sehr gut tragen oder ziehen lässt, die beidseitigen Kenterleinen sowie das große Bugnetz, in dem sich allerhand griffbereit unterbringen lässt. Gut gemacht sind auch die Griffschlaufen im Inneren des Bootes, mit denen lässt sich das Escape trotz seines Gewichts gut schultern. Das Escape bietet sowohl unter dem Vorderdeck als auch hinter dem Sitz für ein Luftboot erstaunlich viel Platz. Auch auf dem Deck lässt sich Gepäck verzurren, also beispielsweise ein Bootswagen oder zusätzliche Taschen. Ich habe mir dafür auf dem Hinterdeck eine Befestigung der Kenterleinen kleine Karabinerhaken angebracht. Damit kann ich, ohne zusätzliche Klebearbeiten zu verursachen, meinen Bootswagen auf dem Hinterdeck anbringen. Für das Beladen des Escape kann man bei Grabner speziell geformte wasserdichte Rollbeutel und Decktaschen erhalten. Ich bin ein großer Fan der großen Decktasche mit ihrem wasserdichten Reißverschluss, mit der ich zudem noch meinen Bootswagen auf dem Hinterdeck sichern kann. Grundsätzlich gilt aber natürlich, dass schweres Gepäck, vor allem auf wilderem Wasser, unter Deck besser untergebracht ist, weil damit erstens der Schwerpunkt tiefer liegt und man zweitens nicht so leicht an überhängenden Bäumen und Ästen hängen bleiben kann. Um das Video nicht zu lang werden zu lassen, hier in kompakter Form noch einmal die Stärken und Schwächen des Grabner Escape. Ausgesprochene Stärken sind für mich der trotz der Größe des Bootes schnelle Auf- und Abbau, der gute Kompromiss zwischen gerade Auslauf und Wendigkeit, die für ein Luftboot hohe Geschwindigkeit, die für ein Luftboot gute Ankantbarkeit, die stabile Wasserlage, der stabile Stemmbügel, der für ein Luftboot großzügige Strauraum, der bequeme Sitz, der breite Einsatzbereich mit Wildwasser 2 und teilweise darüber hinaus, die leichte Montierbarkeit eines Fußsteuers, das klassische zeitlose Design, die exzellente Material- und Verarbeitungsqualität, die hohe Lebensdauer und der hohe Wiederverkaufswert sowie die absolute Verlässlichkeit in jeder Situation. Für mich persönlich wichtige Argumente sind auch die Produktion in Deutschland, Material und Österreich, Konstruktion und Endfertigung, die hohe Servicequalität von Grabner sowie die Verwendung umweltfreundlicher Materialien. Wie bei allen guten Dingen gibt es aber auch ein paar Cons, wie das relativ hohe Gewicht, die durch das geschlossene Verdeck etwas umständliche Beladbarkeit, die luftboottypische Windanfälligkeit, auch wenn das Escape hier eher besser abschneidet als die meisten anderen Luftboote, die für ein Boot dieser Preisklasse nicht optimale Konstruktion der Sitzfläche und natürlich der happige Preis, der für die meisten Gelegenheitspaddlerinnen und Paddler etwas zu hoch sein dürfte.
Falls ihr euch für das Escape oder ein anderes Grabner Luftkajak interessiert und bei Grabner direkt bestellen wollt, könnt ihr übrigens einen 5%igen Turbofilm-Rabatt bekommen. Diese Aktion läuft zumindest noch bis zum Jahresende 2023, vermutlich aber auch darüber hinaus. Details hierzu findet ihr in der Videobeschreibung. Für wen lohnt sich also das zwar sehr gute, aber eben doch relativ teure Escape? Wer viel Wert auf Qualität legt und ein sehr flexibel einsatzbares Luftkajak sucht, das nahezu alle vorstellbaren Situationen gut meistert, kann mit dem Escape sicher für sehr lange Zeit sehr glücklich werden. Für eher preissensible reine Gelegenheitspaddlerinnen und Paddler, die sich noch gar nicht sicher sind, ob sie längerfristig beim Paddeln bleiben wollen, ist das Escape sicher auch eine gute Wahl, könnte ab wegen des Preises auch ein Overkill sein. Entscheiden müsst ihr am Ende, wie immer, also selbst. Besten Dank, dass ihr bis zuletzt bei meinem Jubiläumsvideo dabei geblieben seid. Macht es gut, bis dahin, euer Turbo.